Der Kollege Volker Kauder für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Die Haushaltsdebatte am Mittwoch in einer Haushaltswoche ist der Ort, wo über grundsätzliche politische Aufgaben, Herausforderungen, unterschiedliche Auffassungen diskutiert und im besten Sinne des Wortes auch gestritten wird. Aber natürlich sollte sich die Debatte in der Haushaltswoche von anderen Debatten dadurch unterscheiden, dass immer wieder auch der Blick auf den Haushalt geworfen wird und dass die Frage gestellt wird, reicht das, was wir im Haushaltsentwurf vorlegen, um die zentralen großen Aufgaben auch lösen zu können? Wolfgang Schäuble hat dazu gestern in seiner Einbringungsrede einige wirkliche bedeutende Hinweise gegeben. Ich möchte weiter an dieser Linie nachvollziehen, was haben wir für Herausforderungen, was stellen wir dafür als Instrumente zur Verfügung und reicht das Ganze auch und welchen Beitrag muss hier im Deutschen Bundestag und, worüber bisher gar nicht gesprochen wurde, welchen Beitrag muss dazu auch der Bundesrat leisten, meine sehr verehrten Damen und Herren? Denn an der Bundesgesetzgebung wirkt der Bundesrat als eigene Organisation und als Verfassungsorgan mit. Und so zu tun, als ob wir die ein oder andere Aufgabe nur deswegen nicht hinbekommen, weil wir es nicht wollen, stimmt ja nicht, sondern weil wir im Bundesrat eine andere Mehrheit haben. Und da, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, haben wir nachher noch einiges miteinander zu besprechen. Da komme ich schon noch drauf zurück. Wenn wir die Situation in unserem Land anschauen, ist sie natürlich geprägt durch die Diskussion über Flüchtlinge, über Zuwanderung und über Integration. Und dies hat neben anderen Punkten, ich betone dies ausdrücklich, auch am vergangenen Sonntag bei der Wahlentscheidung eine Rolle gespielt. Und ich bin sehr froh darüber, dass alle erklärt haben hier in diesem Hause, dass alle im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien nachzudenken haben und sich ihre Gedanken zu machen haben, was ist da geschehen. Aber es reicht nicht nur aus, sich darüber Gedanken zu machen, sondern ich habe eine Erfahrung als Generalsekretär in Baden-Württemberg der CDU, als es auch darum ging, auch nach hohen Zahlen von Asylbewerbern, Republikaner wieder aus dem aktiven politischen Geschehen herauszubringen. Und da kann ich Ihnen eine Erfahrung sagen, die mich dann, wenn ich die Wirklichkeit jetzt anschaue, schon etwas beschäftigt. Es wird nur dann gelingen, wenn wir zwar in der Sache bei unterschiedlichen Auffassungen tatsächlich miteinander um den besten Weg ringen und diskutieren, aber es wird nicht gelingen, wenn wir uns gegenseitig Vorhaltungen machen, die nicht der Wirklichkeit entsprechen. Wenn wir weiter so machen, dass man nur um einen kleinen Punktgewinn zu erzielen, dem anderen etwas unterstellt, von dem man hundertprozentig weiß, dass es nicht stimmt, ist dies nicht in Ordnung, um das mal klar zu sagen. Und wenn ich mir da den Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern anschaue, muss mancher sich überlegen, ob dies nicht auch schon
das Ergebnis sein muss, so nicht weiterzumachen. Und da will ich jetzt mal sagen, Herr Bartsch, zunächst einmal es haben Sie in einem Punkt recht. Wir beide stammen aus dem letzten Jahrhundert. Sie 58 geboren, ich 49. Das ist aber die einzige Gemeinsamkeit, die wir haben. Da kann ich nach Ihrer Rede feststellen. Und jetzt will ich mal sagen, es ist nicht redlich, einfach der Spur nachzureden, es sei bei der inneren Sicherheit nichts geschehen. Es sei bei der inneren Sicherheit gespart worden. Es ist Fakt, ich habe die Zahlen gerade erhoben, dass von 1998 an sowohl beim BKA als auch bei der Bundespolizei jedes Jahr ein Zuwachs war. Und es ist nicht so, dass da gespart worden ist. Von 1998 bis 2006 sind allein bei der Bundespolizei 2001 Stelle neu geschaffen worden und besetzt worden, nicht nur ausgebracht worden. Und es sind beim BKA 665 neue Stellen nicht nur ausgebracht, sondern besetzt worden. Wenn man sich dann aber an dieses Pult stellt und sagt, da ist eingespart worden, dann wird man dabei erwischt, dass es nicht wahr ist. Da kann ich nur sagen, habe ich den Verdacht, dass vieles von dem, was Sie sagen, nicht wahr ist, lieber Herr Bartsch. Und darauf muss ich mal einen großen Wert legen. Also, die Erkenntnis vom letzten Sonntag, in der Sache hart streiten, aber sich nicht auf den Weg zu begeben, zu unterstellen. Und jetzt komme ich zum zweiten Punkt, der natürlich die Menschen bewegt hat. Wir wissen sehr wohl, dass auch im Zusammenhang mit der Diskussion um Flüchtlinge in unserer Bevölkerung Fragen gestellt werden zur Türkei. Und wir wissen sehr genau, dass es hier kritische Nachfragen und auch Sorgen gibt. Und da haben wir doch als Abgeordnete im Deutschen Bundestag bei der Armenien-Resolution völlig selbstbewusst nur auf uns zu schauen. Ich habe, Herr Bartsch und auch Frau Göring-Eckardt, nirgendwo gehört aus dem Deutschen Bundestag, dass wir unsere Armenien-Resolution infrage stellen. Überhaupt nicht. Und die Bundeskanzlerin hat erklärt, dass sie auch zugestimmt hat und das auch nicht infrage stellt. Was sollen dann solche Diskussionen, die die Menschen nur irritieren und die nicht auf Wahrheit beruhen? Die nicht auf Wahrheit beruhen. Und da kann ich nur sagen, tja, mit dem wahrheitsgemäßen Umgang können wir auch diejenigen isolieren, die am letzten Wahlsonntag über 20% bekommen haben, die aber mit den Dingen, wie sie wirklich sind, nicht so umgehen wie notwendig, sondern die Behauptungen aufstellen, Ängste schüren, die nicht der Wirklichkeit entsprechen. Das sollten wir hier in der Auseinandersetzung in diesem Haus nicht fortsetzen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, es sind im letzten Jahr viele Menschen gekommen. Aber wir haben darauf dann auch reagiert. Es sind in diesem Monat oder im letzten Monat August 80% weniger Flüchtlinge nach Deutschland gekommen als im letzten Jahr. Wir haben eine ganze Reihe von Dingen auf den Weg gebracht. Es ist nicht so, wie auch aus unserer Koalition der ein oder andere Satz kam, wir haben nichts gemacht und gewartet. Nein, wir haben miteinander was gemacht, und das sollen wir auch sagen. Wir haben ein Integrationsgesetz gemacht, das fordert und fördert. Wir haben ein Asylpaket gemacht und haben damit dafür gesorgt, dass sich in dem Land was verändert. Und wir haben vor allem mit den sicheren Herkunftsländern aus den Balkanstaaten eine Gruppe, die im letzten Jahr ein großes Kontingent von Zuwanderung gestellt hat, nämlich Menschen vom Balkan, so weit zurückgebracht, weil die Menschen sich sagen, wir kommen aus einem sicheren Herkunftsland und deswegen lohnt es sich gar nicht, dass wir Schleppern Geld in die Hand geben
und machen uns deswegen nicht auf den Weg. Und jetzt will ich mal sagen, sicheres Herkunftsland heißt ja nicht in erster Linie, Frau Göring-Eckardt, dass es Ziel ist, die Menschen dorthin zu bringen, sondern sicheres Herkunftsland heißt, und das ist eine tief menschliche Aktion, Menschen davor zu bewahren, sich solchen Schleppern in die Hand zu geben, die letzten Ersparnisse auszugeben, in ein Land zu kommen, und nachher wird ihnen gesagt, war alles umsonst, ihr könnt hier nicht bleiben. Deswegen ist es notwendig, die Botschaft als sicheres Herkunftsland zu geben, damit die Menschen sich nicht in eine Falle von anderen begeben, die mir inzwischen sagen, dass der Handel mit Menschen mehr Ertrag bringt als der mit Drogen. Dies, liebe Kolleginnen und Kollegen, dürfen wir auf keinen Fall zulassen. Und deswegen muss Schlepperbanden aus Ländern, die wir zu sicheren Herkunftsländern erklären können, das Handwerk gelegt werden. Und jetzt? Wissen Sie, ich bin ja mit doch einer ganzen Reihe von Kolleginnen und Kollegen aus der Fraktion der Grünen in Punkten, wo es um Menschenrechte, Religionsfreiheiten, verfolgte Christen geht, durchaus einig. Frau Roth und ich kreuzen immer wieder einmal unsere Wege in solchen Regionen, wo wir gemeinsame Ziele verfolgen. Ja, ist doch nichts Schlechtes, wenn viele aus dem Deutschen Bundestag in den Regionen unterwegs sind, wo es wirklich um Menschenrechte geht und wo es darum geht, sich für Religionsfreiheit einzusetzen. Aber dann muss auch schon die Konsequenz kommen, dass wir alles tun, um denen das Handwerk zu legen, die mit diesen Menschen, die uns besonders wichtig sind, eine üble Geschichte treiben. Und deswegen meine ich schon, dass Sie jetzt im Bundesrat dem Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg folgen sollten und sollten die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern erklären. Das würde viel helfen, um noch mal einen weiteren Schritt zu machen, auf dem Weg hin, die Ziele zu erreichen, die wir erreichen wollen. Und die Sozialdemokraten, unser Koalitionspartner, mit dem, wie ich finde, wir bei allen unterschiedlichen Auffassungen und manchem Wahlkampfgeplänkel, das schon kommt, dem Land eine gute Regierung stellen, unter unserer Führung, ist ja alles in Ordnung. Ja. Herr K., Sie müssen zugeben, dass ich Ihnen da in nichts nachstehe. Also von daher gesehen ist das auch in Ordnung. Nein, da meine ich schon, kann man sich nicht hinstellen als SPD-Führungsspitze und darum philosophieren, was noch alles gemacht werden muss. Da muss die SPD trägt Verantwortung in Bundesländern, die im Bundesrat dem nicht zustimmen. Und da kann ich nur sagen, da würde ich mir mal wünschen, dass der SPD-Parteivorsitzende mal in seiner Partei darüber redet, was notwendig ist, um die Ziele, die zu erreichen, er auch formuliert hat. Und das heißt, im Bundesrat zustimmen für die sicheren Herkunftsländer. Der Kollege Oppermann lächelt mir zu, weil er weiß, dass ich recht habe. Also insofern muss das ja natürlich auch vorangebracht werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das heißt also, wir haben doch etwas erreicht. Das, was Menschen beunruhigt, was Menschen verunsichert, darauf geben wir die Antwort, ja, das wissen wir. Und das nehmen wir ernst und da sind wir auch auf dem Weg und haben bereits einige Erfolge erzielt. Die Abschiebungen sind deutlich erhöht worden, die freiwilligen Rückführungen funktionieren. Da ist noch manches zu tun, aber wir sind auf dem Weg. Und wir haben natürlich auch, wenn wir an den Haushalt denken, dafür die Voraussetzungen geschaffen, sowohl für Integration als auch für die Themen der Sicherheit. Wir haben aber natürlich auch, wenn ich an den Bundeshaushalt denke, eine Aufgabe vor uns, die jetzt in der Bevölkerung keinen großen Charme hat und die auch keine große Begeisterung oder Anteilnahme auslöst, die aber für die Zukunft von entscheidender Bedeutung ist, ist die Frage der Bund-Länder-Finanzbeziehungen.
Beziehungen, die wir ja in dieser Legislaturperiode, wenn es irgend geht, auch noch lösen wollen. Und in diesem Zusammenhang will ich mal sagen, ja, dazu sind wir auch bereit. Aber zwei Dinge, finde ich, müssen schon mal klar sein. Erstens mal muss klar sein, welche Aufgaben jeder hat. Lieber Kollege Oppermann, ich habe ja sehr viel Verständnis für die Analyse, was da in den Schulen nicht stimmt. Aber da muss ich mal sagen, das ist in erster Linie ja nach der Verfassung ausschließlich Aufgabe unserer Bundesländer und nicht des Deutschen Bundestages und nicht des Bundeshaushaltes. So, und jetzt so zu tun, der Schäuble, dieser Wahnsinnstyp, der kassiert Steuern ein und hat Überschüsse, aber nur er und die Länder und Kommunen nicht, entspricht doch nicht der Wahrheit. Mehr als die Hälfte dieser Steuereinnahmen gehen an die Länder und an die Kommunen. Und da sollen die ihre Aufgabe machen und nicht immer nur beim Bund antreten und sagen, wir wollen Geld. Aber jetzt kommt die Bund-Länder-Finanzbeziehungen. Wir werden darüber reden. Aber eines will ich schon vorweg sagen. Ich will nicht, dass jeder Wettbewerbsgedanke bei diesen Bund-Länder-Finanzverhandlungen untergeht. Der Wettbewerbsföderalismus hat auch seine Bedeutung. Und nur zu glauben, die Lösung liegt darin, dass der Bund alles bezahlt und die Bundesländer dann zufrieden sind, hat mit Wettbewerbsföderalismus nichts zu tun. Und den will ich schon erhalten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und zweitens, da komme ich auf den richtigen Hinweis, lieber Kollege Oppermann, ja, wir sind ja auch bereit, mit den Ländern darüber zu reden, wo noch was getan werden muss. Diese Bundesregierung, diese Koalition hat so viel Geld an Kommunen zurückgegeben wie noch keine einzige andere Bundesregierung. Milliardenbeträge, wir haben zum Teil etwas korrigiert, was ihr unter Rot-Grün den Kommunen aufs Auge gedrückt habt, die Grundsicherung, das haben wir korrigiert. Wir haben das ganze BAföG übernommen. Und jetzt kommt mein Punkt. Augenblick. Ja, ja, wissen Sie, wenn es weh tut, die Grundsicherung haben Sie eingeführt, die Hälfte haben die Kommunen zahlen müssen und die Hälfte haben wir jetzt ganz übernommen. Das ist die Wahrheit und nichts anderes. So, Punkt. Und jetzt komme ich dazu, wir haben auch beim BAföG den Anteil übernommen, den die Länder bisher bezahlt haben. Milliardenbetrag. Und dann haben wir uns verständigt darauf, dass dieses Geld wieder in die Hochschulen, aber mindestens in die Bildungspolitik zurückfließt. Einige Bundesländer haben gesagt, es interessiert sie gar nicht, was wir da vereinbart haben, und haben das Geld für Kitas und anderes zur Verfügung gestellt. Und deswegen sage ich, es muss ein Ziel bei der Bund-Länder-Finanzverhandlungen sein, dass wir Geld, das wir vom Bund geben, auch kontrollieren können, ob es so eingesetzt wird, wie es vereinbart war. Und nicht, dass da jeder einfach mache, was er will. So können wir nicht arbeiten. Also da wird von der SPD verlangt, schafft das Kooperationsverbot in der Bildung ab. Daraufhin sagen alle, jawohl, wunderbar. Und dann kommt der Ruf an den Bundesfinanzminister, und dafür wollen wir Mehrwertsteuerpunkte. Dann bin ich mir ganz sicher, eine Haushaltsdebatte später kommen Sie und sagen, ja, jetzt brauchen wir dringend noch Geld für die Grundschulen, für die Universitäten, für die Ausstattung. Und da das nicht geht, geht dieser Weg nicht, sondern wir sind bereit zu reden. Aber dann muss auch klar sein, dass die Vereinbarung, wofür Geld eingesetzt wird, auch gilt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das ist eine Strukturveränderung, die wir umsetzen müssen. Und natürlich bleibt das große Thema die Integration. Und da machen Menschen eben Erfahrungen in ihrem engsten Umfeld. Da mag das eine übertrieben sein, und da mag, was da so erzählt wird, auch uns in den Bürgersprechstunden, jetzt nicht immer repräsentativ sein, aber die Menschen machen die Erfahrungen, dass sie erleben, dass bei der Integration nicht alles so richtig funktioniert.
Und da finde ich als erstes, dass wir nicht darauf schauen müssen, als erstes, komm schon noch drauf, was die anderen zu erfüllen haben, sondern ich finde, dass wir selbstbewusst formulieren wollen sollen, was in unserem Land gelten soll, was wir wollen, wie unser Land aussehen soll. Und dann sagen wir, und das müssen diejenigen auch erfüllen, die zu uns kommen. Und da erlebe ich ja nun, Gott sei Dank, Töne, die früher, wenn ich sie gesagt hätte, wahrscheinlich Anlass zu ernsten Diskussionen geführt haben. Und das mit Genehmigung des Präsidenten, dass ich nicht, der Präsident ist nicht da, der mich gestern gerügt hat, dass ich mit Genehmigung der Präsidentin, jetzt ein Zitat bringe. Wir sprechen von einer Wertegemeinschaft, nicht von einer Gesinnungsgemeinschaft. Doch wenn man dieses Land verachtet oder für moralisch minderwertig hält, warum sollte man dann hier leben wollen? Das Zusammenleben von Menschen verschiedener Herkunft, Religion und Kultur verlangt allen Anpassungsleistungen ab. Wenn wir erreichen wollen, dass problematische Haltungen und Verhaltensweisen hinterfragt werden, dann müssen wir unseren Standpunkt begründen und dies auch den Kindern in Schulen und Alltag pädagogisch vermitteln. Dazu gehört auch, die Grenzen der Religionsfreiheit anzuerkennen, etwa wenn es um den Vorrang des staatlichen Bildungsauftrags und die Teilnahme aller Kinder am Schwimmunterricht geht. Cem Özdemir im August in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Genau dies verlangen wir immer wieder. Und nach diesem Beitrag erwarte ich Unterstützung für unsere Auffassung, dass es in unseren Schulen nur ein einziges Recht gibt, und zwar für alle. Und das muss umgesetzt werden, nicht vom Deutschen Bundestag, sondern von den Schulbehörden der Länder, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es muss also klar sein, dass Anpassungsleistungen notwendig sind. Stimme da Cem Özdemir voll zu. Es ist offenbar schon ein bisschen hilfreich, wenn man in Regierungsverantwortung sitzt und merkt, was man tun muss. Und ich erwarte, dass dies in Baden-Württemberg jetzt auch zügig vorangeht. Ich erwarte auch ganz klar, dass Religionsfreiheit in unserem Land gilt, dass aber natürlich sie auch unter dem Grundgesetz steht. Und es gilt für alle. Wir sind kein Gottesstaat und wollen es auch nicht werden. Deutschland hat das Bundesverfassungsgericht formuliert, ist ein weltanschaulich neutraler Staat, aber es ist nicht wertneutral. Und die Werte kommen aus der christlich-jüdischen Tradition und dem Grundgesetz. Aber es ist weltanschaulich neutral. Und deswegen, weil es weltanschaulich neutral ist, werden Urteile im Namen des Volkes verkündet. Und deswegen sind diejenigen, die diesen weltanschaulich neutralen Staat vertreten, als Persönlichkeiten im Gerichtssaal an Schulen auch gehalten, diese Neutralität zu zeigen. Und deswegen haben in solchen Funktionen Kopftuch und andere Religionsbezeugungen keinen Platz, meine sehr verehrten Damen und Herren. Punkt, aus, Ende. Das hat mit dem weltanschaulich... Frau Roth, ich sehe schon, wie Sie sich leicht schon wieder erregen, ob dieser Aussage. Da kann ich nur sagen, reden Sie mit Ihrem Kollegen Cem Özdemir, der Recht hat, wenn er sagt, Religionsfreiheit muss dann, wenn es einen staatlichen Grund gibt, sich unterordnen. Und das ist ein Punkt. Und deswegen sage ich, das muss durchgesetzt werden. Wir müssen nicht ständig darüber reden, was alles gemacht werden muss, sondern die Dinge, wo man sich doch jetzt auch einig ist nach diesem Interview, die müssen jetzt mal kommen, dass die Menschen auch in ihrem kleinen Alltag erleben, da tut sich was. Und da lässt man nicht einfach nur alles laufen. Und dafür, dass sich etwas tut, finde ich, haben wir in dieser Koalition Beispiele gegeben, gute Beispiele, es wird weitergehen. Und ich erwarte nun, dass auch im Bundesrat sich da etwas tut. Und ein letzter Hinweis. Der Herr Kretschmann wird sicher mit seinen Grünen reden, das ist auch seine Aufgabe als Ministerpräsident dieses großen Landes Baden-Württemberg.
Ich bin mir in der Frage, was im Bundesrat passieren muss, mit dem Herrn Kretschmann völlig einig, muss ich sagen. Und das, ja, naja, gut, Sie waren sich mit ihm ja, Frau Kollegin, Sie waren sich mit ihm ja auch so lange einig, bis Sie in die Opposition gehen mussten. Deswegen wollen Sie jetzt mal hier nicht so eine Diskussion führen. Also, das ist ein klarer Fall. Ich komme noch ganz kurz zur Erbschaftssteuer, weil das ein ganz wichtiger Punkt ist für die Wirtschaftskraft unseres Landes. Herr Bartsch, Sie haben hier erklärt, wir sollten mal die Erbschaftssteuer aus Amerika uns anschauen. Anschauen, man kann nur lernen. Ja, ja. Also ich sage Ihnen jetzt, was man da lernen kann. Die Erbschaftssteuerregelung in den Vereinigten Staaten hat dazu geführt, dass wir keinen familiengeführten mittelständischen Bereich mehr haben. Das ist das Ergebnis von der Erbschaftssteuer. Weil dort alles weggesteuert wird, was gebraucht wird in einem Familienbetrieb. Und deswegen ist das ein völlig danebenliegender Hinweis. Nein, wir brauchen eine Erbschaftssteuer. Und ich hoffe, dass das die Grünen mittragen, die das Geld in den Betrieben, das in den Betrieben lässt, zur Schaffung von Arbeitsplätzen und um auch Wettbewerb sich leisten zu können, dass dieses Geld anders behandelt wird, als das, das herausgenommen wird, um sich eine Segeljacht zu kaufen beispielsweise. Das ist der Punkt. Und darum muss es gehen. Und da sind wir uns ja einig. Und da sollten wir jetzt auch schnell eine Lösung finden. Ich kann nur als Hinweis geben, dass ich mir große Sorgen mache, wenn wir jetzt im Bundesrat nichts hinkriegen, dass das Bundesverfassungsgericht sich aufgerufen fühlt, eine Lösung zu finden. Und das wäre allemal schlechter als das, was wir hier machen können. Es liegt doch nicht an uns. Wir haben im Deutschen Bundestag eine Lösung gefunden, haben ein Gesetz beschlossen. Jetzt stimmen Sie doch dem einfach im Bundesrat zu, dann ist alles in Ordnung. So einfach ist die Sache. Sie im Bundesrat sind das Problem, nicht der Deutsche Bundestag. Liebe Kolleginnen und Kollegen, also ich glaube, wenn wir alle aus dem, was am vergangenen Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern uns so bewegt hat, wenn wir daraus die richtigen Konsequenzen ziehen, werden wir auch wieder andere Ergebnisse erzielen, was gut ist für die Menschen in unserem Land und vor allem in unserem Land. Und uns, der Großen Koalition, rate ich, dass wir das letzte Jahr dieser Großen Koalition auch als Beweis dafür bringen, dass wir in der Lage sind, diesem Land eine gute Regierung zu stellen. Dass wir die Arbeit machen, die von uns verlangt ist und die wir uns vorgenommen haben. Und dass wir nicht Anlass geben, dass draußen in unserem Land Menschen sagen, die leisten sich nur noch Diskussionen und darin geht unter, was wir nämlich machen, eine gute Arbeit, um unser Land voranzubringen. Und dieser Bundeshaushalt ist dafür ein beredtes Beispiel. Liebe Kolleginnen und Kollegen, als